Trainingsauftakt beim FK Austria Wien. Nach den Leistungstests am Wochenende konnte Trainer Thorsten Fink die Veilchen heute erstmals zum Mannschaftstraining begrüßen. Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht, bin heiß, habe schon meine Vision für die Zukunft, meine Mannschaft, meine Dinge, die man dann auch erreichen kann und will. Ich glaube, das ist klar, dass wir jetzt unseren Europa-League-Platz erreichen wollen, dass wir das auch drin haben, dass viele Verletzte auch wieder zurückkommen, mit ins Trainingslager schon fahren, jetzt in der ersten Woche noch ein bisschen ruhiger machen. Einige Verletzte wie Juan, Florian Klein, Heiko Westermann und Alex Grünwald werden im Laufe der nächsten Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Mit dabei war dafür schon ein Neuzugang, Stefan Stangl. Win-Win-Situation für beide oder für mehrere, auch für Red Bull. Er bekommt Spielpraxis, der Spieler. Und wir haben eine Verstärkung auf der Position, solange bis unser Marcinko wieder zurückkommt. Also genau das Richtige, und er passt super ins Konzept, weil er ist der Spielertyp, den wir auch brauchen. Und von daher gibt es auf der linken Seite auch wieder Dampf. Salah hat das natürlich hervorragend gemacht, das wissen wir. Nur ganz alleine geht das natürlich auch nicht. Ich glaube, wenn ich meine alten Stärken wieder anschließen kann, wenn ich seit der Form wieder zurückkomme, dann kann ich der Mannschaft sehr weit oder sehr viel helfen. Und ich glaube, was ich gesehen habe, sind sehr, sehr gute Jungs da dabei. Und es ist viel mehr Qualität da, als wie der Tabellenplatz aussagt. Und wir müssen da schauen, dass wir jetzt da unsere Ziele gemeinsam verfolgen, und die werden wir dann auch schaffen. Einer der ersten Bekanntschaften, die Stefan Stangl schloss, war die mit Fitnesstrainer Nikola Vidovic. 40 Wiederholungen, Joystick mit nach außen, Spirale, 40 Stück. Und hier, 8-mal rechts, 8-mal links, no steps, nichts mehr. Ja, war ziemlich hart, aber ich glaube, das braucht man in der Vorbereitung, das bringt uns dann im Frühjahr sehr, sehr weit, und deswegen ziehen wir das auch schön durch. Ebenfalls mit dabei war Patricio Stronati. Der Tscheche kehrt nach einjähriger Leihe wieder zu den Veilchen zurück. Jetzt ist er vielleicht so weit, wie wir uns das vorstellen, und er ist ein guter Spieler, er ist schnell, er ist kopfballstark, athletisch, und wir sind froh, dass er auch zurückgekommen ist, weil wir haben auf der Position große Probleme gehabt. Wenn wir es vorher gewusst hätten, dass so viele verletzt waren in der Zeit, dann hätten wir ihn nicht abgegeben, aber das kann man vorher nicht wissen, dass so viele Spieler auf einer Position verletzt sind. Okay, jetzt ist er da, und von daher haben wir auf der Innenverteidigerposition eine Alternative mehr.